Vorher sind wir aber erstmal dran und wir stellen zumindest diese beiden Menschen in den Mittelpunkt. Christian Schwechtl und Thorsten Rehle, schön, dass Sie beide da sind. Also, Sie kamen eben schon im Beitrag ein bisschen ran. Der Ton wird etwas schärfer, etwas rauer. Das ist normal in einem solchen Schlusssport. Was macht es mit Ihrem Blutdruck? Ach, ich bin ganz entspannt, denn ich kann Finanzen und Verwaltung und bin nah bei den Menschen. Und die Menschen schätzen mich, weil sie mich seit vielen Jahren kennen und wissen, was sie an mir haben. Und deswegen bin ich da ganz entspannt. Herr Rehle, eigentlich ist Mannheim eine absolute SPD-Hochburg. In den vergangenen Jahren bzw. Wahlen war es ja so gewesen, da gab es Unterstützung der Grünen, auch der Linken. Das ist diesmal nicht der Fall. Als Sie Ihre Kandidatur abgegeben haben, haben die Grünen gesagt, wir gehen dann lieber mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen. Was macht es mit Ihrer Stimmung? Die ist nach wie vor sehr, sehr gut. Und die Oberbürgermeisterwahlen sind ja Persönlichkeitswahlen und keine Parteiwahlen. Und es geht darum, die Persönlichkeit zu finden, die Mannheim in den nächsten 8 Jahren nach vorne bringen kann. Und da fühle ich mich sehr gut gerüstet. Wie wollen Sie denn diejenigen, die dann sagen, ach, eigentlich habe ich doch lieber das grüne Parteibuch bei mir auf dem Wahlzettel, die dann von sich überzeugen? Naja, es geht um Themen, es geht um Inhalte. Und ich bin jemand, der die Menschen zusammenbringen kann, der Brücken bauen kann, der in den letzten 25 Jahren als Unternehmer Verantwortung getragen hat in dieser Stadt. Und das bringe ich jetzt eben auch mit in dieses Amt ein. Ich habe den Blick als Kommunalpolitiker in den letzten 14 Jahren gehabt, als Fraktionsvorsitzender in den letzten 3 und kann diese Welten gut zusammenbringen. Und das ist etwas, was einen wirklichen Mehrwert auch im Rathaus gibt. Es geht um den Kulturwandel und für den stehe ich. Wir wollen auf ein Thema schauen, dass den Menschen sehr am Herzen liegt, dass sie beide sich auch auf die Agenda geschrieben haben. Das Thema Kita-Plätze. Dazu eine Stimme aus Mannheim. Hallo, ich bin die Yasemin aus Mannheim. Meine Frage geht an den Herrn Rehle. Wie stellt er sich konkret vor, das mit den Kita-Plätzen zu regeln in Mannheim? Geben wir die Frage direkt weiter. Herr Speck kann natürlich auch gleich drauf Stellung nehmen. Herr Rehle, wie wollen Sie das regeln? Ja, indem wir zum einen schneller bauen. Wir brauchen kürzere Bauzeiten, kürzere Bauverfahren. Wir müssen schauen, dass wir alle Potenziale heben, Wald- und Wiesen, Kindergarten, Tageseltern generieren und gewinnen. Aber die eigentliche Problematik ist ja tatsächlich die Frage nach den ErzieherInnen. Es nützt ja nichts, wenn ich die Gebäude habe und habe hinterher niemand, der die Kinder auch betreut. Das ist die Gretchenfrage. Für mich ist ganz wichtig, alle an einen Tisch, die freien Träger, die Stadt Mannheim als eigener Kita, Träger und überlegen, wie können wir das stemmen. Ich möchte, dass wir dort, wo Menschen sich mehr bewerben auf Ausbildungsstellen, dass wir diese Menschen vielleicht in einem Mannheimer Modell ausbilden und sie dann aber danach, wenn sie ausgebildet sind, über mehrere Jahre an Mannheim binden. Ich will, dass wir Quereinsteiger nutzen. Ich will, dass wir die Menschen für diesen Beruf begeistern und dass wir sie hierher nach Mannheim holen. Das hat ist die Frage nach Wohnungen beispielsweise. Da kann uns die GBG helfen. Über die sprechen wir gleich noch. Aber Herr Specht, mehr Erzieher, da können Sie sicherlich kaum sagen, nee, möchte ich auch nicht haben, aber irgendwie muss es ja finanziert werden. Da haben Sie ja natürlich den besten Blick drauf als Bürgermeister der Finanzen. Wie soll es mehr Kita-Plätze geben? Ja, indem wir tatsächlich einen Wechsel in der Politik in Mannheim machen. Seit vielen Jahren war die Bildungspolitik auch in der Verantwortung der CDU beziehungsweise in der Verantwortung der SPD an dieser Stelle. Das heißt, diesen Abstand, den wir haben zu anderen Städten, fast 1500 Plätze, die bei uns fehlen, die hängen damit zusammen, dass man hier eine falsche Politik gemacht hat. Man hat die freien Träger nicht richtig eingebunden. Man hat einseitig auf städtische Plätze gesetzt und damit dazu beigetragen, dass eine Reihe von kirchlichen Trägern zugemacht haben, dass freie Träger sich nicht wohlfühlen. Man hat Vergabesystem gewählt, was ganz bewusst strenge Vorgaben hat und wenig Freiheit lässt. Und das sind die Fehler der letzten Jahre, die auch durch diese Politik entstanden sind, durch die Politik der Mehrheit an dieser Stelle. Und deswegen müssen wir jetzt einen neuen Ansatz gehen. Mehr Freiheit für die freien Träger, andere schnellere Bauweise und zum Beispiel auch eine Ausbildungsvergütung für Menschen, die quer einsteigen, die tatsächlich pädagogische Vorerfahrung haben und die wir jetzt gewinnen können. Auch dazu muss man bereit sein, dann auch diese Menschen zu unterstützen. Ich bin sicher, wir können die Lücke, die wir zu Heidelberg und anderen Städten haben, da auch aufholen. Wenn Sie allerdings sagen, da muss ein bisschen was passieren, weil es gab Fehler in der Vergangenheit. Also Herr Rehle sagt beispielsweise auch, da muss etwas strukturell passieren in der Mannheimer Politik. Heißt das auch für Sie, Sie möchten da Strukturen anpacken, in denen Sie ja zuletzt 16 Jahre gelebt haben? Ja, weil ich es gestalten kann. Als Bürgermeister kann ich nicht gestalten. Es gibt einen SPD-Oberbürgermeister seit sehr vielen Jahren. Der SPD-Fraktionsvorsitzende, der viele Jahre die Mehrheit hatte, steht hier neben mir. Das heißt, wer wirklich eine Veränderung, einen Wechsel haben will, der muss auf mich setzen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dort mit einer neuen Politik, mit mehr Freiheit, auch für freie Träger, mit einer anderen Förderung, einer anderen Vergabekriterien, wir tatsächlich auch mehr Erfolge haben werden. Wir wollen auch gleich weiter mit Ihnen sprechen. Ein zentrales Thema in Mannheim vor dieser Oberbürgermeisterwahl ist
der Verkehr, ich selbst merke das leidlich, wenn ich mit dem Fahrrad hierher fahre, dann habe ich Schlaglöcher, Schlaglöcher, Schlaglöcher. Teilweise ist kein großer Spaß. Auch die Menschen treibt dieses Thema um. Hallo, ich bin die Rose aus Mannheim und meine Frage an die beiden Kandidaten wäre, wann denken Sie, die Schlaglöcher auf den Mannheimer Straßen wieder zu füllen, damit man ganz normal wieder Auto fahren kann? Ja, also wie gesagt, bei mir ist es das Fahrrad oder mit Inline-Skates. Herr Riele, wie wollen Sie das machen? Ja, es ist eine große Aufgabe, in der Tat, die Infrastruktur in Ordnung zu bringen. Ich will aber daran erinnern, dass die Menschen sich zu Recht auch über die vielen Baustellen aufregen. Das hat natürlich auch damit was zu tun, dass gebaut wird, also dass die Dinge auch tatsächlich nach und nach in Ordnung gebracht werden. Aber wir sind uns einig darüber, dass das in vielen Teilen einfach zu lange dauert. Wir haben jetzt hier in der Innenstadt mit der Schnelldeckenasphaltierung gute Erfahrungen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das beispielsweise in die Stadtteile auch ausgeweitet wird und in die Straßen, die Anwohnerstraßen sind, die ja auch für die Menschen belastend sind. Das klappt leider nicht bei den großen Durchgangsstraßen. Aber es braucht natürlich eine Planung dazu. Wie können wir das verbessern? Wie können wir es vor allen Dingen beim Radverkehr verbessern? Also mir geht es wirklich darum, auch die Beteiligung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer an der Stelle zu sichern. Wir haben ja ganz oft Radwege, die irgendwo mal aufhören und die Lückenschlüsse nicht weitergehen. Und da müssen wir besser werden. Da müssen wir gucken, wie wir das in den nächsten Jahren in den Haushalt eintakten. Das spielt so ein bisschen bei Ihnen auch rein in Ihren Wahlslogan, Mannheim kann mehr, unter anderem sicherlich auch im Verkehr. Wie wollen Sie das denn finanzieren? Denn also wirklich viel lässt der Haushalt ja nicht zu. Ja, weniger Prestige- und Leuchtturmprojekte, sondern Ausbau der Basisinfrastruktur, das, was die Bürgerinnen und Bürger brauchen, nämlich Straßen, die eben auch für die Verkehrssicherheit, gerade der Zweiradfahrer, extrem wichtig sind. Dazu gehört ein Radwegeprogramm, dazu gehört eben tatsächlich da ein Sanierungssofortprogramm, das, was ich als Oberbürgermeister angehen würde, für die Straßen an dieser Stelle. Ich glaube, das ist zentral. Es macht wenig Sinn, große, teure Radwege und Radschnellwege voranzustellen und aufwendig zu finanzieren, wenn die einfachen Dinge, dort, wo das Rad tatsächlich seinen Vorteil hat, nämlich Stadtteile zu verbinden in der Nahmobilität, zum Beispiel dort Schlaglöcher sind, die Fahrbahnen in desolaten Zustand sind, da sind wir, haben wir wirklich große Defizite und das würde ich als Oberbürgermeister direkt in einem Sofortinvestitionsprogramm angehen. Manche Menschen würden sich solche Sofortinvestitionen auch in Sachen Wohnraum wünschen, gerade auch um es bezahlbar zu halten. Wie möchten Sie diese Herausforderungen angehen? Denn Bauzinsen sind momentan hoch, die Kosten, die gehen auch absehbar nicht nach unten. Ja, wir dürfen uns nicht so viele Restriktionen auch auferlegen. Das heißt, wir müssen dort, wo wir Flächen haben, tatsächlich auch bauen. Manche Stadtteile auch ein Stück weit erweitern. Da waren wir sehr, sehr restriktiv in den letzten Jahren. Dadurch sind die Bau- und Bodenpreise extrem nochmal angestiegen. Wir müssen auch nachverdichten, dort, wo es Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auch Umwandlung von Gewerbeflächen als erstes Thema. Wir waren sehr, sehr restriktiv. Die Politik, die Mehrheit hat verhindert, dass eine Reihe von Stadtteilen nicht mehr wachsen konnten. Und das merken wir jetzt bei den Preisen für die Grundstücke. Da müssen wir ansetzen wieder, moderate, auch Lückenschließungen, aber eben auch moderate Erweiterungen von Stadtteilen müssen möglich sein. Mhm. Herr Riele, wie soll es möglich sein, mehr Wohnraum zu schaffen, ohne neu zu versiegeln, das Ganze natürlich auch ökologisch nachhaltig? Ja, es ist ja zunächst mal ein Trugschluss, dass das nur ein Mannheimer Problem wäre. Das ist ja ein allgemeines Problem und insofern hat die Politik an der Stelle ja schon richtig reagiert, indem wir schon sehr früh mit einem entsprechenden Programm dafür gesorgt haben, dass die Preise gedämpft sind. Und das haben wir geschafft und das ist zunächst mal eine gute Nachricht für die Menschen hier in Mannheim. Die Wohnungsbaugesellschaft, die GBG, hat dort natürlich eine gewichtige Rolle. Ich möchte, dass die Wohnungsbaugesellschaft, und das strukturieren wir jetzt auch gerade neu, sich in einer eigenen Sparte um das Thema Wohnungsbau intensiv bemüht. Es kommt nämlich immer auch darauf an, wer baut. Nicht nur, dass gebaut wird, sondern auch, wer baut. Aber wir müssen natürlich alle mit ins Boot holen. Und das ist sicherlich etwas, was in den letzten Jahren nicht gelungen ist, dass auch private Bauherrinnen und Bauherren mit angesprochen werden und wir uns überlegen, wie können wir insgesamt den Wohnraum auch bezahlbar lassen und bleiben. Und wie können wir diese Dinge machen, indem wir Lückenschlüsse beispielsweise uns betrachten, indem wir Ausbauprogramme für Dachgeschosse uns anschauen. Wir haben nicht mehr viel Fläche. Es gibt eigentlich nur noch die Otto-Bauder-Anlage als größere Fläche in Mannheim-Seckenheim. Und mit denen müssen wir entsprechend umgehen, dass wir dort das Gute rausholen, dass es gute Wohnquartiere sind, aber dass wir natürlich auch maximal viel Wohnraum dort auch schaffen können. Viele Herausforderungen,
für Sie beide, wenn es denn so kommt, ob es einer von Ihnen oder einer der anderen 6 Kandidaten ist, das auch nochmal an dieser Stelle gesagt. Kein Anspruch hier auf Vollständigkeit. Es gibt auch noch weitere Kandidaten, die Sie sich bitte auch allesamt bitte gerne zu Gemüte führen. Es ist wichtig, sich zu bilden, politische Teilhabe zu nutzen und entsprechend dann, wenn Sie es noch nicht getan haben, per Briefwahl am 18. Juni die Stimme abzugeben. Christian Specht, Thorsten Riehle, danke Ihnen sehr fürs Kommen und auf einen guten Schlussspurt. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.